Eine große Stärke von Evernote sind die Kooperationsfunktionen. Du kannst einzelne Notizen, aber auch ganze Notizbücher freigeben. Nehmen wir an, du möchtest dieses Rezept hier jemandem zukommen lassen, so kannst du das über dieses Teilen-Symbol in der Ecke entweder per Mail verschicken oder einfach eine Adresse erzeugen, Freigabe URL kopieren. Das braucht jetzt eine Weile und wenn wir das jetzt einfügen hier im Browser, so siehst du, wird das als Webseite angezeigt nach einer Weile. Und über diesen nicht zu erratenden Link kann diese Notiz aufgerufen werden. Du kannst diese Freigabe jederzeit beenden und dann ist dieser Link nicht mehr gültig. Genauso interessant ist es, ein ganzes Notizbuch freizugeben. Mit einem Rechtsklick auf den Namen des entsprechenden Notizbuchs kannst du Notizbuch freigeben wählen und hast hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Zunächst einmal das Veröffentlichen, dann wird eine Website dazu erzeugt. Du siehst hier die Adresse, die ist jetzt, weil sie öffentlich ist, auch relativ einfach weiterzugeben, also nicht mehr so kryptisch. Die Adresse könntest du auch noch anpassen. Mit einem Klick darauf ist ein ganzes Rezeptbuch als Webseite verfügbar. Und selbstverständlich kannst du das jederzeit wieder einschränken. Interessant ist aber auch die Freigabe für einzelne Personen. Du kannst hier diese Personen per Mail einladen, kannst eine Nachricht hinzufügen und dann bestimmen, was diese Leute damit machen dürfen. Wenn du einen Gratis-Account hast bei Evernote, so dürfen diese Leute nur lesen und nicht selber Inhalte darin ändern. Mit dem Premium-Account kann man wirklich gemeinsam an Notizen arbeiten. Allerdings, und das ist wichtig zu wissen, nicht gleichzeitig, sonst kommt es zu Konflikten. Also eine Notiz muss immer wieder quasi verlassen werden, bevor die nächste Person daran arbeitet. Aber an der Schule kann das beispielsweise dann für dieses Ping-Pong zwischen Lehrperson und Schüler genutzt werden. Die Lehrperson gibt einen Auftrag, die Schülerin zum Beispiel im Französischunterricht nimmt eine Audionotiz auf. Mit dem Speichern der Notiz ist sie sogleich wieder bei der Lehrperson verfügbar und die Lehrperson kann in dieselbe Notiz ihr Feedback eingeben.